Wir müssen eigentlich Emote-Only-Chat machen. Ist kein Mod am Start. Dann mache ich das mal eben. Yem mit 2, 3, 22 ist ein bisschen wenig. Zahl. The Blue Pill. Naja. Kleine Referenz auf Matrix. Komm, nimm raus, Hoshi. Tausch die Damen, das ist ganz schlecht. Er nimmt tatsächlich raus, das ist nicht gut. Hier gibt es Probleme. Und auf Springer F6 kommt E5. Natürlich kann auch Schwarz E5 spielen, den. Interessant. Es gibt Läufer B5, ne? Da muss er aufpassen. Läufer D4 Schach. König F1. Und jetzt C3 natürlich. Sag mal, gewinne ich nach E5 den Läufer? E5 und dann C3. Muss ich mal gucken. E5. Sehr komisch. Und dann C3. Ja, was soll das? Da ist ja der Läufer weg, ne? Okay, hier ist der Läufer weg. Für zwei Bauern, das ist eigentlich ein bisschen wenig. Jetzt schnell die Figuren ins Spiel bringen. Vertauschen. Springer. D5 geht nicht wegen Springer C5, er muss tauschen oder ich tausche halt. Ja, wir gehen mal zur Seite. Der Bauer ist gedeckt zum Glück. Ein bisschen schwierig hier für Schwarz Kompensation zu erzielen, muss ich sagen. Während ich Läufer D2, Turm C1 spiele. Ja, B4 ist auch eine Idee hier. B4 sieht sehr stark aus. Ja, Vorläufer G4 muss ich aufpassen, das ist doof. Machen wir erstmal ganz normal den hier und tun C1. Ich hätte einfach nehmen sollen und tun E1. Nächsten Turm rüber. Greif den an. A4. Einfach jetzt den König ran. Okay, das ist Quatsch, ne? Das ist ein Doppelbau auf der Dingens, auf der D-Linie. Er tauscht jetzt die Türme. Das kann nicht sein. Ich habe jetzt ein Freibauen auf der F-Linie, das muss gewinnen. Ja, natürlich ziemlich viele Bauern hier. Okay, das ist Mumpitz, ne? Jetzt habe ich einen Freibauern gleich auf der H-Linie. So, die Frage ist, ob ich zu viel tausche hier. Nee, ich mach mal den. Er kann natürlich den machen. Ja, er kann auch B4. Ja. Ich komme einfach ran, H5 hier. Fetter Freibauer sollte gewinnen. Ja, es gibt Ideen für ihn, nämlich den und dann den. König ranbringen müsste eigentlich gewinnen. Und dann H5.
Ja, deswegen war es wichtig, den A-Bauern auf dem Brett zu halten. Glaube ich, wir gehen mal in der Analyse. So simpel war es nicht. Also dieses Endspiel ist auf jeden Fall besser für Weiß. Das haben wir schon. Springer D4 ist ungewöhnlich. Ja, E5 ist richtig stark hier. Der Läufer hat kein Rückzugsfeld. Das Problem ist, wenn er den spielt, dann kommt der. Na? Das heißt, er musste Läufer D7 spielen und F6 ist einfach eine Figur weg. Läufer A4 ging noch. Den habe ich zuerst gar nicht gesehen. Ja, die Engine sagt sofort B4 hier. Ja, A4 weiß ich nicht. Ja, zuerst König F4 vielleicht. A5 ist, glaube ich, wichtig hier. Hier hatte ich mir bis mit König E4 dachte ich, dass er den macht und dann den. H5, D5, okay. B3, okay. Ich hätte auch H6 machen können. B3, H7, König G7 und König E5, ne? Ja, das ist eigentlich einfach. C4, König D4 und Feierabend. Da habe ich mich ein bisschen verrechnet. H6 sofort ist eigentlich besser. B3 war vielleicht ein bisschen unnötig, kompliziert, aber gewinnt auch. Ja, letztendlich nichts anbrennen lassen, okay.